Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Schild. Es ist schon wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal geschrieben, ja, das auch, gespielt habe. Aber jetzt finde ich endlich wieder Zeit dafür, nach der kleinen Undertale-Exkursion, die auf jeden Fall noch weitergeht. Hohoho. So, wir sind immer noch. Die Karte gucken. Wo war die Karte? Oh je, hier. Auf die Karte gucken. Ja, wir haben das alles hinter uns gebracht hier so. Und jetzt sind wir auf dem Weg nach Spikeport. Und das haben wir sogar fast geschafft. Ich frage mich noch, was hier in dem Tunnel auf uns wartet. Das habe ich vergessen. Aber ja, wir sind fast da. Ich erhoffe mir eigentlich noch, dass wir einen verdammten Eisstein finden, um unser Evoli zu entwickeln, ne? Aber. Ha, ja, ne? So. Tipps für Trainer. Beim Fangen vorkommen, ein einziges Mal wackelt, das hatten wir schon. Okay, dann kämpfen wir jetzt einfach mal. Ich glaube, wir kamen von links und müssen jetzt rechts mit dem kämpfen. Vom Schwimmen bekommt man Muckis und mit Muckis teilt man Attacken aus. Ja, okay, also mit Schwimmen erteilt man Attacken aus, ist die Schlussfolgerung des Ganzen. Okay, Colin setzt Austoss ein. Mal gucken, was wir. Ah, Italien natürlich. Ich habe sogar was vor, wenn wir erstmal in Spikeford angekommen sind, aber das verrate ich noch nicht. So, Finsteraura. Schutzschild, okay. Ich weiß nicht, ob er da durchkommt oder ob das. Nein, okay, kommt da nicht durch. Nein, ouch, ouch, ouch. Oh, ich bin ja schon. Ui, ui, ui. Nochmal. Nein, schon wieder Schutzschild. Hast es fehlgeschlagen. Na, siehst du. Pauk, pauk. Ja, ich habe Austoss besiegt. Intellia, du bist der Beste. Sora erreicht Level 23. Ja, stimmt, den müssen wir ja total nachtrainieren. Oh. Um meine Niederlage zu verarbeiten, werde ich ganz, ganz weit rausschwimmen und nie wieder zurückkommen. Ah, nee, du heißt hier gar nicht Simba. Stimmt ja. Ich erinnere mich. Okay, gehen wir weiter. Oh, wieder so ein verdammtes Vieh. Die sind elendig. Achso, stimmt. Ich muss ja Fahrrad fahren, um das. Ach. Ah, nein, nein. Da. Oh, was ist das? Sanchester Bucht. Okay. Na gut. Hi. Schützer, okay. Ein schützendes Item. Steif und schwer. Das Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Aha. Interessant. Guten Tag, Weimar. Ich möchte gerade nicht, bitte. Wir müssen wohl doch nicht hier hin. Wir müssen vielleicht doch hier runter. Ach so, jetzt weiß ich wieder, warum wir da. Zum Glück kommt ihr eben nicht hinterher, so richtig. Ah, Steuerung ist nicht mehr ganz so meins. Ein Bärenbaum. Hallo Bärenbaum. Ja, ich will ihn schütteln. Wieder bis aufs Äußerste? Ja, bis aufs Äußerste. Wir gehen immer bis aufs Äußerste. So. Und hier. Wir haben schon 6 Bären. Mal gucken, wie viel wir noch kriegen. Oh! Autsch! Da ist mir was auf den Kopf gefallen. Hi, Schlaraffel! Hallo, Bibi! Hallo, Schatzibu. Oh, Intel möchte. Oh, Intel möchte spielen. Nein, aber wir besiegen erstmal das Schlaraffelschatz. Pow, Eisstrahl. Oh, ja, cool. Du bist eine Beere. Okay. Ist ein Effekt oder ist eine echte Beere gewesen? Ah, tatsächlich eine. Okay. Eine echte Beere. Ach was, okay. Kugelsaat, das ist aber Pflanze. Das ist aber Pflanze, werde ich jetzt vom Schlaraffel besiegt hier. Nein! Was? Au! Alter! Was stimmt mit dem Schlaraffel nicht? Okay, vielleicht habe ich es ein bisschen unterschätzt. Okay, wir machen einfach Wasser sein. Wasser geht immer. Pau, 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 pau. Ha, siehst du, so geht das. Sehr gut. Oh, sind ihm alle seine Beeren runtergefallen. Er hatte Beeren im Rucksack und jemand hat ihn geschubst. Kraftschub. Ja, warum nicht? Was ist denn das? Eine normale Attacke. Ja, darauf stehe ich nicht so. Und außerdem hat es keine Effekte und steigert nur. Nee.
Yay, Ebony! Und Riffex, ich muss sagen, wir werden uns von Riffex verabschieden müssen. Ja gut, aber wir haben trotzdem jede Menge 5, 6 Beeren bekommen, immerhin. Okay, sie will nicht. Die hatten wir schon. Na gut, dann. Hui. Nein, da auch nicht. Hui. Ich befürchte, dass wir irgendwie am Rand angekommen sind. Es sei denn, wir müssen halt da oben nochmal. Nee, Quatsch, da oben war ja alles. Ich finde meinen Eisstein, aber irgendwie bin ich enttäuscht worden. Oh, ja, hi Trainerin. Wie schaffe ich es nur, dass meinem Agrosteller, okay, Agro in Eis, okay, Agro on Eis, beim Schwimmen nicht sofort die Puste ausgeht. Ja, pff, trainieren? Wie wäre es mit trainieren? Weiß jetzt nicht. Schwimmerin Eliza fordert dich heraus. Okay, Eliza. Agrostella. Was zur Hölle? Was ist das einfach? Was ist... Okay. Okay, das ist richtig schräg. Einfach mal. Ich setze da Finster auch ein, weil Unlicht, keine Ahnung, aber... Giftschock. Autsch! Oh, ich habe vergessen, meine Eternian zu heilen. Oh, Eternian. Baby. Mami ist sorry. Komm, und jetzt gab Bunker. Bitte, lass das kein Angriff sein, sonst ist Eternian tot. Schützt sich selbst. Achso, das ist einfach nur irgendwie... Okay. Baby! Wir machen trotzdem auf Risiko. Wir machen auf Risiko. Oh, schon wieder Bunker? Wieso? Ja, ist fehlgeschlagen. Besser so. Glaube ich aber auch. Mann, ey. So. Ja. Besiegt. Verdammt nochmal. Yes. Sind das etwa die Grenzen von der Wasser-Pokémon? Nein, das gibt so viel. Also, Entschuldigung, du hast gerade gegen ein Wasser-Pokémon gekämpft und es hat dich besiegt. Also, meine Grenze ist vielleicht ein bisschen höher als deine. Okay. Ja, gut. Hauptsache, du gibst mir deine Kohle. Ist mir egal, was mit dir passiert. So. Beutel. Oh, ich muss hier Baby heilen. Tele. Sehr gut. Okay. Und dann nochmal ein Supertrank. Ich glaube, wir haben sowieso Spikeford erreicht, aber Baby braucht das. Okay. Ah! Yay! Arctip ist aber voll süß. Habe ich das schon? Ich glaube nämlich nicht. Nein, habe ich noch nicht. Ja, dann wollen wir doch mal hier mal sehen. Wasserleben? Nee, wohl eher Eis. Puh. Ja, hyper, super. Mond. Superball. Machen wir doch immer so. Kapau. Blop, blop, blop. Ja, los. Ja. Ja, genau so. Und... Yay. Juhu. Sehr gut. Es lebt in extrem kalten Gebieten. Um sich an Arctilas zu befestigen, lässt es seine Beine an dessen Rücken festfrieren. Okay, ich meine, es wiegt auf 1 Meter 100 Kilo? Wow. Wir haben ja Kilogramm mit Gramm verwechselt. Ich weiß nicht so recht. Arctip, nein. Ja, in die Box mit dir. Husch, husch. So fliehe er in die Box, bitte. Ich laufe mal lieber so rum, bis ich die Steuerung wieder drauf habe. Da ist noch ein Arctip, den brauchen wir nicht. Und da ist eins dieser anderen Dinger. Ich meine, wir können ja mal gucken. Wir können es einfach mal fangen, ne? Why not? Nein, es ist gar nicht das. Garstella. Oh. Hä? Okay. Garstella und Agrostella. Heißt das, Agrostella ist jetzt die Entwicklung? Oh, ich habe schon Garstella. Na gut, dann hau raus und mach fertig. Das habe ich wohl doch schon. Ha! Sehr schön. Oh, wie seine Beinchen gezittert haben, falls man das Beinchen nennen kann. Bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Intellin erreicht Level 62 und versucht Hydropumpe zu erlernen. Hydropumpe ist immer gut. 110 Genauigkeit, aber 80. Ha. Ist halt schon ganz schön stark, ne?
I don't know. Präzisionsschuss mag ich echt gern. Hydropumpe ist so unzuverlässig. Nee, wir lassen das lieber. Wir lassen das lieber. Nee, nee, ich mag mehr verlässliche Attacken. Aber hey, so, fertig aus. Aber hey, fertig aus. So. Scoblin, sein Item, das einem Pokémon zutage gegeben werden kann, das erhöht die Falltrefferquote. Ja, das hätte ich mal gebraucht, wenn... Oh, ja, komm her, Baby. Hätte ich mal gebraucht, als ich Porenta entwickelt habe. Also bitte. Oh, Mauzinger. Das ist, glaube ich, die hiesige Entwicklung von Mauzinger. Ich das weiß. Superball, los! Komm schon! Mautz, 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 Mautz! Ja, 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 ja! Oh, yes! Wuhu! Läuft hier! Möchtest du Spitznamen? Nein. Und nein, nicht in mein Team. Nein, ich meine, nein. Nicht böse gemeint, aber geh einfach in die Box und komm nie wieder raus. Ist ja nicht böse gemeint, aber... Oh, hier blinkt was. Ah. 3 Angriff plus Kapseln. Ui. Oh, wie sieht das denn aus? Das sieht ja richtig dreckig aus. Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeford rein. Wie lange sollen wir uns denn noch die Beine in den Bauch stehen? Wie sollen wir denn jetzt den Unlicht-Arena-Leiter zu... Dann, wieso haben die das Rolltor runtergelassen? So kriegen wir den nächsten Orden? Nee. Oh, ist wohl kacke. Hey, Jirelia, hier drüben. Hi, Mary. Hi, Mary. Ah, was ist das? Hallo. Achso, du bist die Vorentwicklung von dem kleinen Schlag mich tot. Kloptopus. Kloptopus. Schlag mich tot. Schieß mich tot. Alles das Gleiche. Dich habe ich noch nicht. Superball. Superball. Kapau. Oh nein, es ist entkommen. Es hat sich entkommen. Ich wollte dich nicht von unten sehen. Ew. Das war irgendwie eklig. Ich mag Meeresgetier einfach nicht. Vor allem keine Oktopoden. Die sind so... Will ich trotzdem fangen. Mami braucht dich. Yes. Ha. Koktopus wurde gefangen. Rico, 50. Ja. Halbes Jahrhundert. Halbes Level 100. Nee, es ist nicht so lustig wie Jahrhundert. Na egal. Klapptopus. Kampf. Sein Verstand ist ungefähr auf dem Level eines 3-jährigen Kindes. Wow. Es macht ihm nichts aus, dass seine Tentakel oft abreißen, da sie nachwachsen. Wow. Nein, nein, nein. Danke. Gesell dich zu Mautzinger. Dich will auch keiner haben. Okay, okay. Ah, die kommen aber auch irgendwie ganz schön nervig entgegen, ne? Gut, hier ist auch nichts mehr so weit. Hä? Mary, wo bist du hin, Mary? Job. Ja, da. Cleopatra. Katzi-putzi-pu. Brauche ich Katzi-putzi. Schatzi-katzi-patzi. Schatzi-putzi-miau. Okay, das war der niedlichste Auftritt, den man... Autsch. Den man hätte machen können. Ach, egal, kratzt mich und das ist auch okay. Oh, du kratzt mich gar nicht, du hast so deine Krallen gewetzt. Oh nein, nicht kämpfen. Nein, nein, wir wollen einfach nur einen Superball werfen. Wir wollen so viele Superbälle werfen, bis es endlich gefangen ist. Komm schon! Yay, yay, yay! Ah, nein! Nein, nichts mit Gewissheit. Autsch! Du haust aber auch rein, Baby. So, komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt aber, bitte, bitte, nein. Ah! Oh, verdammt. Muss ich sie doch irgendwie vielleicht ein bisschen schwächen, aber ich will sie nicht töten.
Wir werfen einfach einen Hyperball, das hat eine höhere Erfolgsquote. So, Hyperball, du bist dran. Für Miau Miau ist das okay. Okay, eins. Ich kann gar nicht hinsehen, ich kann gar nicht hinhören. Oh, bitte, 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 bitte. Nein, oh, verdammt, das war ein Hyperball. Du bist das mit Mann. Was tust du? Bist du auch verwirrt? Ja, ich bin auch verwirrt. Ja, ist okay, dass du irgendwie, ja. Ach, Intellion, halt das einfach durch. Wir brauchen diese Katze. Komm schon, wieso hat das denn so eine niedrige... Oh, Fangrate. Boah. Ernsthaft. Kann doch nicht angehen. Okay, dann kriegst du halt... Anderes Geschlecht? Nein. Mondball? Nein. Superball? Finsterball? Nacht oder dunkle Orte? Kann man nur jetzt auch nicht so sagen. Tauchball? Nein. Wieder im Sündball. Ah, wir haben noch 9 Versuche. Ich will die nicht schwächen, weil ansonsten ist sie vielleicht tot. Ja, komm schon. Fighto, 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 Fighto. Yes! Willkommen in Mamis Zuhause, kleines Ding. Boah, das war jetzt aber auch ein Kampf. Meine Güte. Oh, oh, ich habe das einfach so weggeklickt. Oh nein, geh in die Box. Oh nein, jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Pokédex, Cleoparda. Cleoparda. Ja, Vivi. Cleo. Kleptifuchs, Cleo. Da. Gefühlskälte-Pokémon. Dramatischer ging es auch nicht. Dieses Pokémon schleicht sich völlig geräuschlos von hinten an seine Beute heran. Es bestreitet Revierkämpfe mit Gaunux. Oh. Der Kleptifuchs ist ja Gaunux und das ist ein Cleopatra und das passt irgendwie, ja. Ja, kann man so machen. Sehr schön. Ah! Miau Miau im Team. Oh, okay. Das ist irgendwie rot aus. Ah, so. Was bist du denn? Ah, du bist ein Gaunux. Okay, deshalb Revierkämpfe. Das ist hier also auch zu finden. Na gut, ich meine, ist ja logisch. Wenn die Revierkämpfe bestreiten, sollten sie ja auch an der gleichen Stelle sein. Aber wir hauen jetzt mal ab, weil er ist ein Gauner. Wir müssen vor Gaunern fliehen. Okay, ach, da ist Mary jetzt mittlerweile. Was ist hier? Was für ein Pokémon bist du? Du kannst so viele Dinge tun. Baum, baum. So, ja, du kriegst vergnügt rum und wir fliehen jetzt mal vergnügt. War gar nicht hoch, das hätte ich jetzt so gar nicht direkt erkannt. War hier nicht ein Item? Ja, da hinten. Megablock-Kapseln. Ja, Statusveränderungen werden für 5 Runden blockiert. Gott, was ist das einfach für ein Drecksloch? Ach du Scheiße. Ja, komm. Hi, Mary. Sparkport ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine eigene Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es noch einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du in die Stadt willst, könnte ich dich theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalinnen sind, musst du mich zuerst in einem Kampf besiegen. Ja. Sehr gern. Oder ich denk mal drüber nach. Oh shit, oh nee. Ach Gott. Sie sieht so angepisst aus. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bisher hierhin vorgekämpft. Stimmt ja, ich habe diese sanfte Stimme für Mary. Und wie ich dir ja schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als Rivalin. Aber für mich hängt viel davon ab, dass ich gewinne. Einfach nicht verlieren. Dass die immer ihre Unterstützung dabei hat, ne? Aber gut. Kämpfen wir gegen Mary. Ich freue mich schon. Ich liebe einfach ihr Design. Das ist einfach so der Hammer. Das ist so cool. Damit du es weißt, ich bin auch stärker geworden. Ich werde alle meine Gegner besiegen. Ich habe dich zu Ende gelesen. Ja, Cleopatra, das hatten wir eben gerade. Wir machen einfach mal so die Wassersäulen, das ist das sicherste. Oh, Tiefschlag? Boah. Oh, ich habe Intellion nicht mal geheilt. Schatzi, Putzi, du schaffst das trotzdem. Und Mami braucht dich. Oh, Sora erreicht Level 7 und ich wünsche dir kleine Bibi. Marpeko, nee, wir wollen weiterkämpfen.
mit Unternehmen wechseln auf Akani bzw. Katski. Katski, du bist dran. Los geht's. Die Musik ist schön. Ah. Ja, stimmt. Das ist ja dieses... Ah ja. Stimmt ja. Es ändert doch irgendwie sein Dingens, glaube ich. Oder? Turbo-Tempo. Wir machen mal Turbo-Tempo. So. Folterknecht. Oh, nam, 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 nam. Oh, da wird er... Oh. Es ist so niedlich. Es ist so cute. Hat es jetzt den Typ der Attacke eingesetzt oder angenommen? Oder von Akani selbst? Egal, es ist tot. Passt schon. So, reicht Level 28 und versucht Slam zu... Ja, Baby. Nein, Baby. Nein, das Schatz, das machen wir nicht. Blöde Attacke. Toxiquack. Weiterkämpfen. Los, Akani, du schaffst das. Katski, Katski. Ah, Drachenpuls. Mal einfach mal ausprobieren, würde ich sagen. Quack klingt zwar nach Wasser, aber... Hm. Ah, die hat so punkige Pokémon irgendwie so. Oh, Katski ist verwirrt. Nein, wir wollen nicht, dass Katski verwirrt ist. Sora ist einfach noch zu klein. Wir nehmen Mariko. Fee. Ja, wir machen das einfach mal. Los, Riku! Gift-Hieb. Autsch! Ah! Das tat weh. Das tat richtig weh. Soll ich überhaupt noch? Ich könnte mal versuchen, noch Psychoklinge ganz knapp einzusetzen, aber... Mh. Riku, Psychoklinge! Ja, du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Oh Gott. Besorg Mami doch nicht so sehr. Mach doch Mami nicht sich Sorgen, er gesagt. Iro-Keks. Ja gut, ich kann weiterkämpfen, aber Pokémon wechseln. Wir können mal einfach mal... Ja, ich habe da jetzt noch nicht so wirklich auf die Attacken geachtet, ne? Wir nehmen einfach mal Riffex als finaler Abgang. Los, Riffex! Yeah! Von meiner Rivalin habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt, wie es mir mit dir geht. Sein. Puh. Ist das ein Boden-Pokémon? Ja, wir machen einen Überschallknall. Das klingt cool. Oh. Boah. Vielleicht tausche ich den auch doch nicht ein. Das war krass. Magnetregler. Oh, die Elektroattacken sind so cool. Das Magnetfeld wird so manipuliert, dass Spezialverteidigung und Verteidigung von Timo bin. Okay. Mit der Fähigkeit plus oder minus. Okay, ja, ist interessant, aber will ich jetzt nicht. Nee. So, erreicht Level 29, Schatzi Putzi Knuddelibu. Oh, ich habe ihre letzten Worte nicht gehört, aber ich gewinne 10.560. Yay! So langsam verstehe ich, warum mein Morpeko so an dir interessiert ist. Du bist echt stark. Aber eins sag ich dir. Ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht. Ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen dich kämpfen. Beim Champ Cup bekomme ich meine Revanche. So, nun wird es Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, wir nach. Okay. Ja, coole Sache. Wir gehen erstmal nach Spikeford, bevor wir links da in diese Höhle da gehen. Oh, das ist richtig düster, aber auch mega cool. Oh mein Gott, ich liebe diese Stadt. Ah, es ist cool hier. Oh, und hier sind sie dahinter. Ja gut, kann ich das Plakat lesen? Nein, aber hier sind die dahinter und kommen nicht rein. Aber ich schon, was steht hier auf dem Schild? Spikeford. Die chaotisch aneinandergereihten Läden verleihen dieser Stadt ihren punkigen Charme. Cool.
Hier rein. Ja, komm. Komm. Oh, kann ich nicht da rein? Na gut, okay. Die wollen wohl keinen Besuch. Oh, hi. Ich dachte mir schon, dass ein Trainer, der es bis nach Spikeford geschafft hat, eine bestimmte Aura ausstrahlen würde. Wir heilen erstmal die Pokies. Ja. Ja, bitte. Blop, 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 blop. Oh, wie viele verschiedene Bälle ich habe. Das finde ich voll schön. Hibbel, hibbel. Beeren's bald wieder. Dankeschön. Oh, voll die Sicherheitsnadel im Rücken. Total der Punker. Hey, du wag es nicht, Mary Smorpico zum Weinen zu bringen. Oh, Entschuldigung. Aber jetzt, wo wir hier sind, einen Namen bewerten. Sein momentaner Name lautet also Intellion. Damit hast du dir schon viel Mühe gegeben. Aber wollen wir dem Pokémon nicht einen etwas besseren Namen verpassen? Was meinst du? Ja, möchte ich. Also, ich habe die Auswahl zwischen Sniper, Snipes und Volltreffer. Nee, ich muss da echt nochmal drüber nachdenken. Welchen Spitznamen gebe ich ihm? Weil Intellion, der braucht irgendwie was, ne? Irgendwas Cooles. Headshot. So, du kleines, süßes... Oh, mein kleiner Bebären wird erwachsen. Oh. Baby wird zum Auftragskiller. Headshot. Häschen. Ah. Nein, danke. Alles cool. Servus, servus. Sehr wohl. Ich weiß nicht, Pokéjobs? Es gibt neue Stellen zu erledigen. Dorf, neue Stellen und offene Stellen. Na gut, hier kann ich halt meine Basiswerte erhöhen. Ne? Das ist schon ziemlich cool. Aber ich dachte, ich könnte vielleicht noch welche abholen, aber leider kann ich das nicht. Du bist hier, daran können wir wohl nichts ändern. Dann geh und fordere ein Ness, neues Ness. Oh, kein Plan. Naja, Pokémon sind geheilt. So. Oh. Oh, nein. Okay. Wenn das Rolltor geschlossen ist, hält das die ganze Arena-Challenge auf. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist, aber ich werde es herausfinden. Hier, die ist für dich. Ich habe zu viele davon. Viel Erfolg. Oh, ich bekomme die Ligakarte von Ness. Also, Ness heißt er. Okay, denke ich mal. Du sortierst die Ligakarte in dein Album ein. Dankeschön. Tschüss, Mary. Okay, sie hört mich nicht mehr. Ole und willkommen in Spikeport. Ich hoffe, du bist bereit für die Arena-Mission. Es geht nämlich gleich schon los. Aber vorher muss ich dich noch bitten, in deine Uniform zu schlüpfen. Ah. Stimmt. Ich wurde vorgewarnt, dass das passiert. Ich habe aber irgendwie trotzdem nicht so damit gerechnet. Okay. Wenn du zum Arenaleiter willst, musst du schnurstracks in diese Richtung weitergehen. Ist ja nicht so, als ob... Naja. Wenn du zurückgehst, gilt das als Fehlschlag. Nein, möchte ich nicht. Ja, ne? Cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber das ist doch ein perfekter Moment für einen Cut. Also als nächstes geht es zur Arena-Challenge von Ness. Kapau! Boom! Ha! Also, danke fürs Zugucken. Und warum winke ich? Ich habe keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal jedenfalls. Bye, bye!